Ja, schönen guten Morgen. So, heute sind wir wieder früh auf den Beinen. Wir haben jetzt schon den Campingplatz verlassen und sind jetzt hier in Grindelwald, im Dorf selber. Stehen hier oben auf dem Parkplatz des Theater- und Kongresssaales, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, den Parkvorgang haben wir jetzt endlich auch abgeschlossen. Dazu mussten wir mal wieder die Kreditkarte registrieren. Alles andere, ja, funktionierte nicht mit EC-Kartenzahlung, war gerade ausgesetzt. So mussten wir eine App runterladen und das Ganze dann digital bezahlen, indem wir dann die Kreditkarte registrieren. Naja, hat ein bisschen gedauert, aber wir sind jetzt startklar, ziehen uns gerade an und jetzt gehen wir hoch zur First-Gondelbahn und dann fahren wir schon mal bergauf. Heute soll es auf das Schwarzhorn gehen und den dortigen Klettersteig. Viel Spaß dabei und bis gleich. Das war jetzt die Gondelfahrt. So, wir sind jetzt hier oben angekommen am First auf 2100 irgendwas Meter. Ja, und jetzt sind wir auf dem Zustieg zum Schwarzhorn-Klettersteig. Also dieses Schuttka, was ihr gerade gesehen habt, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also der Zustieg hier zum eigentlichen Klettersteig ist schon ziemlich fordernd. Wobei dann der eigentliche Klettersteig vermutlich gar nicht mehr so schwierig oder auch lang ist. Aber der Zustieg, wie lange sind wir jetzt unterwegs? 2 Stunden? Stimmt, dann bis zum Zustieg. Ja, könnt hinkommen. Jetzt machen wir eine kurze Rast hier. Mal ein Happen essen, was trinken.
Und vielleicht noch 10-mal die Jacken an- und ausziehen. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen. Einmal im T-Shirt, einmal wieder mit Weste, einmal wieder hier mit der Fließjacke. Das ist unglaublich. Irgendwann später. Der erste Mensch, den wir seit 2 Stunden sehen. Ja, den ersten Teil des Klettersteigs haben wir jetzt hinter uns. Da unten seht ihr noch Joel, wie er gerade im Nachstieg ist. Ist wirklich nicht ohne. Und jetzt kommt da vorne den ersten Mensch, den wir seit 2,5 Stunden wieder auf dieser Tour gesehen haben. Also wer lange Zustiege mag, für den ist der Klettersteig genau das Richtige. Also bis jetzt wird er von mir 3 von 5 Sterne kriegen. Allein, weil die ganze Zeit Ausblick Richtung Eiger, Mönch und Jungfrau da hinten, das ist einfach fantastisch, immer grandios. Aber ist auch ein sehr langer Zustieg. Also wir haben jetzt 2 Stunden bis zum Zustieg des Klettersteigs gebraucht. Und jetzt im ersten Teil des Klettersteigs war nicht fordernd. Der Klettersteig an sich, ich würde sagen B kategorisiert, ja, ist machbar.
Also jetzt hier auf fast 3000 Metern, so kurz vor dem Gipfelanstieg, kostet das ziemlich Kraft und raubt mir ziemlich die Luft. Also technisch schwer ist halt gar nicht mal so, aber die psychische Herausforderung ist schon enorm. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch die letzten, ja, weiß ich nicht, 100 Höhenmeter in Angriff nehmen. Dann sehen wir uns oben am Gipfel. Eine Stunde später. Ja, der Abstieg jetzt hier über das Geröllfeld hat es auch noch mal in sich. Hat natürlich keiner von uns irgendwelche Trekkingstöcker mit, was schön das Gewicht auf die Knie lastet. Naja, wir wollen mal zusehen, dass wir jetzt ein bisschen runterkommen. Ich werde jetzt mal ein bisschen weniger filmen. Nochmal höchste Konzentration beim Abstieg. Und wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein Video online geht. Kostet nichts und uns wird es freuen. In diesem Sinne also, tschüss, ciao und servus. Roland aus dem Pott.